Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Wir haben hier immer mehr Aufgaben. Richtig. Aber das ist ja alles korrekt und gut und hier ist Darion. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist es. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Was hat er denn? Nicht gut. Ach, alles nicht gut. Aber behalt's für Ja, warte, die Flügel. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen. Achso, der Ring. Ja, auch noch. Die Nagel, das lohnt sich nicht. So, 144. Na. Früher wäre das ganz anders gelaufen. So. Und noch mehr Geld. Es ist halt echt kein Ding, sowas reich zu werden, habe ich das Gefühl. Die wollen schon mal nicht mit mir reden. Was gibt's denn sonst noch so? Templer, ganz normale. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe, der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Alles klar. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Okay. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Alles klar. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber
Störe nicht den Meister bei der Meditation. Okay. Junge, du bist übrigens verrückt. Kann ich hier schlafen? Das ist gut. Ich bin ausgeschlafen und ausgeruht. Und vor allem ist es jetzt hell. Ha, schön. Und es regnet. Wunderbar. So, was gibt's denn hier sonst noch so im Lager? Müsste doch wohl ein bisschen noch sein. Kann nicht sein, dass jetzt alles weg ist. Eieieiei, wer rechnet denn damit? Hab ich mich erschrocken, alter Falter. Okay. Was ist denn hier in dem Baum? Hier ist gar nichts. Geil. Hier? Ebenso wenig. Ich finde das schade, dass es in den Häusern kaum was zu holen gibt. Ja, wen haben wir denn hier? Gornaran. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Okay. Sumpfhai. Okay. Ich frage einfach nicht. Was ist denn hier oben? Was ist denn hier unten? Gar nichts. Ach ja, die leben ein bisschen in den Bäumen. Das kommt mir ein bisschen vor wie Kukiri. Hey, du! Ja? Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Ja, hier oben ist nichts. Das ist, ja. Oh, Kämpfer. Na. Kannst du mich trainieren? Geh mir aus den Augen, Unwürdiger. Ich trainiere nur die Templer des Schläfers. Okay. Hi. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Und wie? Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Ja! Koa Anga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Nun... Was? Er sagte, die Sumpfeier habe er noch nie leiden können. Er hat gesagt, du seist unwürdig, die Rüstung eines Templers zu tragen. Nein. Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Ja, ist ja schön für dich. Wer mich beleidigt, der kriegt auch keine netten Worte bei mir. So, was haben wir denn hier? Balorun. War ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den ansprechen durfte. Hi, ich bin neu hier. Ah, okay. Der Schläfer sei mit dir. Mhm. Alles klar, Alter?
Na dann. Hä, was? Gurim? Das ist ein neuer Teil von Elder Scrolls. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Cor Kalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Alles klar. Das mache ich gerne für dich. Ja. Weiß niemand. Nyras. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Guru sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Mhm. Und was sagt er so? Der Schläfer weist uns unseren Weg, aber davon versteht ein Ungläubiger wie du nichts. Mhm. Okay. Gut zu wissen. Okay, hier werden die Froschgeräusche aber gerade ein bisschen overflowed. Wer bist du denn? Niemand. Ja, das ist ja gut. Die sind alle high. Aber hier sind wir wieder am Eingang. Zeig mir den Weg. Zu den Lehrern. Zur Schmiede weiß ich. Zum Tempel. Zum Tempel. Zum Tempel. Folge mir. So. Hey, rede mal mit mir gerade. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Baal Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Ich höre nicht mehr auf das Gehör. Denkst du kriegst das hin? Kein Problem. Alles klar. Ich habe es mir anders überlegt. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Auf dem Pole. Pole Dancing. So. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ja, ich hab den Göttern alle Scheiß weg. Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Mhm. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Ja, ich werde den Weg des Schläfers beschreiten. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Cor Kalom. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Okay, das freut mich sehr. Das ging einfach.
That was easy. So, Korkalom, von Korkalom krieg ich das das Rezept. Was haben wir hier eigentlich? Ist der Tempel wahrscheinlich, ne? Ja, schließlich alle wichtigen Orte treffen. Oh, was? Talos? Ne, Talas. Hallo! Nein, nicht mit dir. Wow. Also, das waren gute Gespräche. Müssen wir ja mal so sagen. Dachchen! Komm, steck das Ding weg! Alles klar, Alter? Oh, alles klar. Das bringt also gar nichts. Immer wieder dieselbe Scheiße. Was ist hier so? Ich höre nicht mehr. Da und hier. Und was ist hier so? Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Wenn ich speichere mal lieber, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn ich in diesen Tempel gehen will. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ja, gut. Okay. Oh Mann, was haben wir hier? Altion. Alles klar, Alter? Das ist doch alles, sind alle merkwürdig hier. Also wirklich alle merkwürdig. So. Harlock. Ich musste nur noch mit Harlock reden, mit ihm hier. War doch klar, dass das Ärger gibt. Gorim schickt mich. Was? Ja. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. In deiner Haut will ich trotzdem nicht stehen. Du lernst schnell. Gut, dass das synchron ist. Ich wollte dich nochmal daran erinnern, deinen Kumpel abzulösen. Aber behalt's für dich. Hör zu. Ich habe gesagt, mach, dass du wegkommst. Und daran habe ich kein Interesse. Wenn ich den jetzt schlage, ne? Klarer Sieger, würde ich sagen. Das interessiert halt niemanden anscheinend. Kann schon sein. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Oh ja. Smoke weed every day. Hier ist ja sonst nix, das ist gut. Das wird dir noch leid tun. Ach ja? Nein. Suchst du wieder Streit? Lass uns lieber über was. Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso misst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Mach endlich Platz, Mann! Ja. Alle sind nett hier. In seiner Haut will ich das nicht stecken. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Mhm. Ich hatte irgendwie schon die Sorge, dass da gerade wieder was beginnt. Oh. Ah. Junge. Komm mal. Was willst du? Was ich will. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Mhm. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der... Wir sehen uns.
Möge der Schläfer dich erleuchten. Meine Güte. Also. So, was kann ich jetzt machen? Ablöse für Gorim. Stimmt, die könnte ich jetzt eigentlich mal gerade, bevor das hier alles zu Ende ist, noch finden. Lass uns lieber über was anderes reden. Verlass dich auf. War das denn? War doch klar, dass da. Wo war das? Wo war das? Wo war das denn? Das, was wir hier. Ich dachte, Geschichte muss. Ich habe ja keine Ahnung hier. Witzen, Witzen. Nee. Hier sind wir falsch? Hier sind wir beim Haupteingang. Da will ich auch nicht hin. Das ist ein Haus. Zwar kein kunterbuntes, aber es ist ein Haus. Hier. Manche lernen ihn gar nicht. Ich lerne heute trotzdem nicht. Ich habe mit Gorim gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Mhm. Kalom braucht dringend neues Sumpfkraut für sein Experiment. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Und wo? Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Oh Mann, ihr seid alle verrückt. Naja, bis zur nächsten Folge und tschüss.